außerordentlichen Parteitag einberufen, wie Sie wissen. Es hat sich dann eine Debatte ergeben in der Partei, ob ein außerordentlicher Parteitag angemessen ist, wenn es das Ziel dieses Parteitags ist, den Bundesvorstand neu zu wählen. Wir haben das schon vor der Beschlussfassung über die Einberufung des außerordentlichen Parteitags juristisch prüfen lassen. Und es gibt nirgendwo im Parteienrecht oder im Vereinsrecht irgendeine Bestimmung, die untersagen würde, dass ein außerordentlicher Parteitag einen Vorstand, Bundesvorstand oder Vorstand eines Vereines wählen würde. Die FDP hat es 2013 übrigens auch so gemacht, dass sie einen außerordentlichen Parteitag einberufen hat und ihren Bundesvorstand dort vollständig neu gewählt hat. Dennoch gab es immer wieder diese Kritik aus der Partei heraus, war das jetzt wirklich notwendig, den Parteitag als außerordentlichen Parteitag einzuberufen und kann man das möglicherweise anfechten? Nun, wir wollen einfach jedes Anfechtungsrisiko vermeiden. Und da ist dann der Hinweis gegeben worden auf einen Passus der Satzung, ich habe die Nummer jetzt nicht genau im Kopf, dass der Bundesvorstand das Recht hat, einen Antrag auf Neuwahl des Bundesvorstands in einen Parteitag einzubringen. Wenn der Bundesvorstand also nicht mehr weiterarbeiten möchte und der Auffassung ist, dass der Bundesvorstand neu gewählt werden muss, dann muss der Bundesvorstand das zunächst einmal mit 2/3 Mehrheit beschließen und dann wird ein Parteitag einberufen, der dann ein außerordentlicher Parteitag ist, weil es eben keine reguläre Neuwahl ist und der Parteitag muss diesem Antrag dann noch einmal zustimmen. Nun, der Bundesvorstand hat in der Tat sogar einstimmig, nicht nur mit 2/3 Mehrheit beschlossen, dass der Bundesvorstand neu gewählt werden soll. Und zwar war es so, dass diverse Mitglieder des Bundesvorstands ganz klar gemacht haben, dass sie auch nicht mehr bereit waren, länger im Bundesvorstand zu arbeiten, als eben bis zu diesem Juliwochenende hin, nachdem uns schon verschiedene andere Bundesvorstandsmitglieder vorher verlassen haben, darunter auch der Bundesschatzmeister, der dringend nachgewählt werden musste. Um nun also den Parteitag völlig rechtssicher zu machen, möchten wir, dass dieser Beschluss des Bundesvorstands, einen Antrag auf Neuwahl des Bundesvorstands vom Parteitag beschließen zu lassen, dass dieser Antrag dem Parteitag auch vorgelegt wird und bitte vom Parteitag bewilligt wird. Damit reduzieren wir einfach die allerletzten Anfechtungsrisiken, die es vielleicht noch gibt und stellen sicher, dass dieser Parteitag dann auch rechtssicher ist, soweit menschliches Ermessen hier von Rechtssicherheit sprechen kann. Schönen Dank. Ich sehe hier vorne eine Wortmeldung. Bernd, dass wir heute einen neuen Bundesvorstand wählen wollen, das steht außer Frage und darüber gibt es keinen Dissens. Aber wir wollen doch bitte schön korrekt bleiben. Und du hast es selbst gerade zugegeben, es hat keinen Beschluss nach § 13 Absatz 2 gegeben. Es hat lediglich einen Beschluss über eine Tagesordnung gegeben. Und jetzt können die Juristen gerne darüber argumentieren und streiten, ob das ausreichend war. Hätten wir einen Beschluss nach § 13 Absatz 2 zur sofortigen Neuwahl des Bundesvorstands gefasst, hätten wir der Tagesordnung in Entwurf, also in dem Ihnen zugesagt, Entwurf auch diesen Antrag beifügen müssen, nämlich den Beschlussantrag für den Parteitag, dass Sie über diese sofortige Neuwahl entscheiden müssen. Gucken Sie alle in den Entwurf der Ihnen zugesandten Tagesordnung, ob Sie den finden. Er ist nicht drin, weil wir diesen Beschluss nie gefasst haben. Deswegen müssen wir jetzt das Tagungspräsidium entscheiden lassen, wie wir damit umgehen. In der Tat wollen wir in jedem Fall einen Bundesvorstand wählen. Nur das nachträgliche Heilen eines offensichtlichen Formfehlers sollte man auch damit einhergehen, dass man ehrlich mit diesem Fehler umgeht, meine Damen und Herren. Wir haben eine weitere Wortmeldung. Das dürfte freigeschaltet sein. Ja. Wer enthält sich? Bei fast keinen Enthaltungen und Gegenstimmen ist angenommen, sodass wir direkt jetzt auch zur Abstimmung des Antrages kommen können. Wer stimmt für diesen? So, ich kann noch mal vorlesen. Brauchen wir nicht, alle wissen, worum es geht. Wer stimmt für den Antrag? Wer stimmt dagegen? Was meinen die Vorlesen alle, oder? Also ich lese es, damit alle noch mal wissen, worum es geht, noch einmal vor.
Der Bundesparteitag, also Antrag des Bundesvorstandes. Der Bundesparteitag möge beschließen, dem vom Bundesvorstand am 5.06.2015 beschlossenen Antrag auf Neuwahl des Bundesvorstands wird hiermit zugestimmt. Ja, wir sind innerhalb des Wahlganges, keine Geschäftsordnungsanträge. Deswegen nochmal, wer stimmt für diesen Antrag? Wer stimmt gegen diesen Antrag? Meine Damen und Herren, Sprecher haben über ihre Amtszeit zu berichten. Da wir noch jedenfalls in diesem Amt zu dritt sind, hätten Sie drei Berichte anzuhören. Das wäre nach meinen Vermutungen etwas zu viel des Guten. Und weil ich ja schon einmal dran war, fasse ich mich kurz. Wir hatten eindrucksvolle Erfolge. Bei den Landtagswahlen im Osten unseres Landes haben wir exzellent, bei der Europawahl gut, in den Stadtstaaten immerhin recht ordentlich abgeschnitten. Für einen Neuling wie die AfD, die als David gegen einen Goliath angetreten war, keine geringe Leistung. Sage, da beinhaltet das den Wunsch, dass diese Personen auch mit einem politischen Rückgrat ausgestattet sein mögen, denn das werden sie in der Öffentlichkeit bitter brauchen. Schauen wir auf die rein zahlenmäßige Entwicklung der AfD, dann wissen Sie, wir haben derzeit ca. 22.000 Mitglieder und Förderer. Wir haben allerdings auch, und das ist die schmerzliche Seite, seit 2013 ca. 5.000 Mitglieder verloren. Das heißt, wir haben Ein- und Austritte in signifikanter Zahl. Wir haben aber bereits in den ersten Monaten und auch nach der Bundestagswahl, vielleicht auch ob der Enttäuschung über den Nichteinzug im Deutschen Bundestag, viele Mitglieder verloren. Fragt man diese Mitglieder oder diese ehemaligen Mitglieder, dann haben natürlich das Ausscheiden oftmals vielerlei Gründe. Ob es die eigenen Ambitionen sind, die sie nicht erfüllt haben, und insofern können wir froh sein, in Klammern vielleicht, dass wir es 2013 nicht in den Bundestag geschafft haben, um uns noch einmal zu besinnen. Wir stellen aber auch fest, dass schon früh, spätestens seit Mitte 2014, viele Mitglieder den Glauben an die alternative Kraft dieser Partei begannen zu verlieren. Und das lag natürlich bereits damals an den sich entwickelnden Streitigkeiten, die aber, meine Damen und Herren, in jungen Parteien nicht unnormal sind. Deswegen sollten wir sie als das nehmen, was sie sind, die Geburtswehen einer neuen politischen und hoffentlich sehr alt werdenden Partei. Und wenn ich nun sage, dass ich insgesamt sehr, sehr stolz auf das bin, was wir alle gemeinsam erreicht haben, dann müssen wir dabei trotzdem ein bisschen Selbstkritik üben, die tut uns gut. Denn 4,7% bei der Bundestagswahl im September 2013 haben wir erreicht, bei gerade einmal geschätzten 50% Bekanntheitsgrad in der deutschen Öffentlichkeit. Dieser schnellte nach der Bundestagswahl auf ca. 80%, und dennoch haben wir es nicht geschafft, obwohl die Themen auf der Straße lagen, bei der Europawahl wesentlich mehr als 7% zu erzielen, und das zu einem Zeitpunkt, als die Partei bereits einen Bekanntheitsgrad von statistisch ca. 80-90% hatte. Meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde, mir ist es eine Pflicht und gleichzeitig natürlich eine Ehre, Ihnen zum zweiten Mal jetzt den Tätigkeitsbericht des Bundesvorstands der AfD zu erstatten. Ich werde aber ebenso wie Herr Adam versuchen, die eigentlich berichtenden Teile sehr kurz zu halten, denn die meisten von Ihnen wissen, welchen Weg wir gegangen sind, und stattdessen ebenfalls über politische Perspektiven für die AfD zu sprechen, die meines Erachtens die sind, die wir nutzen müssen, um die Partei zum Erfolg zu führen. Aber lassen Sie mich ganz kurz zurückblicken. Seit meinem letzten Bericht auf dem Erfurter Parteitag hat die AfD zunächst durch große Erfolge von sich reden gemacht. Nach den 4,7% bei der Bundestagswahl sind wir bei der Europawahl mit 7,1% der Stimmen zum ersten Mal in ein Parlament eingezogen. Und unser Slogan Mut zu Deutschland hat dem Bürger klar vor Augen geführt, wofür die AfD steht und weshalb es sich lohnt, sie zu wählen. Wir haben dann 5 Landtagswahlen bestritten
bzw. Bürgerschaftswahlen und sind bei all diesen Wahlen erfolgreich gewesen. Zunächst gibt es Staaten und Stimmen gewinnen. Wir haben in Sachsen 9,7% gekriegt. Und wir waren in Thüringen und in Brandenburg bei 12-13%. Später haben wir Ergebnisse gehabt, die in der Größenordnung von 6% in Hamburg und 5,4% in Bremen lagen. Wir müssen feststellen, meine Damen und Herren, dass da viel Kritik dann dran geübt worden ist und es geheißen hat, in Hamburg und in